Die Politik des Versagens hat versagt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie wieder funktioniert. Wenn ihr also morgen allein in der engen Wahlkabine steht, dann wählt mich. Es ist eigentlich kein Unterschied, wen von uns beiden sie wählen. Ob so oder so, euer Planet ist verdammt. Aber heute Abend sage ich, wir müssen vorwärts blicken und nicht rückwärts. Aufwärts und nicht vorwärts. Geschätzte Damen und Herren, geschätzte Anwesende, liebe Vertreter der Listen, geschätzte Medienschaffende, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Listennummernziehung. Im Anschluss an die Losziehung gibt dann der Dr. Peter Moser einen Überblick über das Kandidierendenfeld bei den diesjährigen Kantonsratswahlen. Und am Ende des Anlasses gibt es auch noch die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen. Es sind zusätzlich drei weitere Listen eingegangen. Das in den Wahlkreis in der Stadt Zürich. Und um diese drei Listen geht es heute, um die Listennummer zu bestimmen. Das 11., das 12. und das 13. Aus diesem Grund sind wir in dem Sinne auch da, um die Losziehung durchzuführen. Das Prozedere läuft folgendermaßen ab. Ich werde nachher die Nummer 11 ausrufen. Der Stefan Langenauer wird aus dem Lostopf den Listennamen ziehen und die Regierungsrätin Fehr bestätigt die Richtigkeit von dem Los und dann geht es wieder los mit dem 12., 13., bis wir fertig sind. Gut, dann verlosen wir die Listennummer 11. Liste Nummer 11 ist Helvida. Das ist so bestätigt. Liste Nummer 12. Liste 12, die Guten. Jawohl, auch das ist so bestätigt. Dann geht es jetzt noch um die letzte Nummer, das 13. Partei der Arbeit, PDA. Auch das ist so bestätigt. Schön. Gut, in der Zeit, wo jetzt das Wahlprotokoll erstellt wird, hätten wir die Gelegenheit, ein paar Erläuterungen überzukommen zum Kandidatinnen- und Kandidatenfeld. Peter Moser. Die Guten haben einen sehr hohen Frauenanteil. Dann bei den Grünen, bei der AL, bei der SP ist der hoch. Das ist eigentlich traditionell natürlich so, dass die Linksparteien in der Tendenz höhere Frauenanteile haben als die aus dem rechten Spektrum. Die Ausnahme ist jetzt hier dieses Jahr ein bisschen die PDA, die mit 29,7% einen relativ tiefen Frauenanteil hat. Sie sehen auch, dass die SVP hier die Schlusspflicht ist mit 25%. Im Kanton ist der Frauenanteil, wie gesagt, 41,7%. Wenn man so ein bisschen schaut, oder, wie sich das entwickelt hat, eigentlich seit der Einführung des Puckelsheim in den Parteien, dann sieht man eigentlich, dass jetzt gerade vom 15. aufs 19. der Frauenanteil auf allen Listen ziemlich uniform gestiegen ist. Nicht bei allen gleich stark, aber doch eigentlich, es hat deutlich mehr Frauen auf der Liste. Also es ist das Phänomen, oder die Erhöhung von dem Frauenanteil, das beschränkt sich nicht auf bestimmte Parteien, sondern das ist wirklich generell. Wenn man dann schaut, wie sich der Frauenanteil bei den bisherigen, die natürlich in aller Regel auf den vorderen Listenplätzen sind, bessere Wahlchancen haben und so weiter, anschaut, sieht man, dass das Bild eher ein bisschen uneinheitlich ist. Also da haben sie bei der SP hat er zugenommen, bei der SVP eher ein bisschen ab und so weiter. Also da kann man jetzt noch nicht so klar sagen. Man wird dann auch sehen, wie sich das auf das Wahlresultat auswirken wird. Ja, danke vielmals.
Auch noch für die letzten Vergleichszahlen, sehr eindrückliche Vergleichszahlen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Bei den Listennummern ist mir aufgefallen, dass BDP das 9 bekommen hat und EDU das 10, obwohl die EDU ganz knapp mehr Anteil hatte letztes Mal bei den Wahlen. Und ich erwartet hätte, dass die das 9 bekommen. Sind Sie dort Alphabet? Also ist das Sitz und Alphabet? Oder? Korrekt. Also das Gesetz schreibt vor, dass wenn Listen die gleiche Anzahl Sitz haben, geht es nach dem Alphabet. Gut, gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann würden wir noch das Protokoll unterzeichnen. Weitere Fragen? Wenn nicht, haben Sie die Informationen zum weiteren Vorgehen. Herzlichen Dank für Ihre Anwesenheit, Ihr Interesse und Ihre Berichterstattung und Bekanntmachung von dem Akt, von den kantonalen Wahlen. Wir unterschreiben jetzt noch das Protokoll. An dieser Stelle auch herzlichen Dank dem Statistischen Amt für die bisherigen Vorbereitungen und die bereits erfolgten Auswertungen und Präsentationen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Ihrem Schweizwetter.